heißt, dass die Tiere sich wie folgt gruppieren. A. Tiere, die dem Kaiser gehören. B. Einweiserlaute Tiere. C. Gezähmte. D. Milchschweine. E. Sirenen. F. Fabeltiere. G. Herrenlose Hunde. H. In diese Gruppierung gehören wir. I. Die sich wie Tolle gebären. K. Die mit einem ganz feinen Pinsel aus Kamelhaar gezeichnet sind. L. Und so weiter. M. Die den Wasserkrug zerbrochen haben. N. Die von Weitem wie Fliegen aussehen. Beim Erstaunen über diese Taxonomie erreicht man mit einem Sprung, dass mit dieser Aufzählung uns als der exotische Zauber eines anderen Denkens bezeichnet wird. Die Grenze unseres Denkens, die schiere Unmöglichkeit,